So, meine Lieben, meine Kamera ist natürlich mal wieder Katastrophe, aber viele werden es wahrscheinlich erkennen. Super. Dann ben de diyorum bu kadın niye bana lady Diana torpil gösteriyor diyorum abi. Bohnen ist kuru Fasulye. Yemesini beceriyorum canım. Kuru fasulye, fasulye salatası. Barbunya, barbunya. Okay. Antalya barbunya, beyaz barbunya. Ah, tamam, beyaz. Also weiße Bohnen. So. Man sieht nicht viel. Normal Su da olur. Problem yok. Normal Su. Normal Vodka. Normal Bira. Alles. Was müsste gehen? Die da, die da. Cola und Limonade. Normal Cola, normal. Dankeschön. Ja, eingeladen bei Ahmed. Ist das dein Neffe? Cousin. Bei Kasim habe ich bei Ahmeds Cousin, bei meinem Vermieter. Der mir auch schon bei meinem Ika mit behilflich war. Ganz so viel will ich da nicht verraten. Das kann nicht jeder wissen. Außer jetzt da draußen 3000 Leute. Super. Oh, Leute, das sieht wahnsinnig aus. Übrigens, das erste Mal, ja, ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich Amsi esse. Ja. Die sind aus Ankara. Okay, wo das? Die haben schon 50 Jahre schon die Sommerhaus hier. Walla, das Brot sieht gut aus. Was ist das? Sieht aus wie Almanje Ekmek. Ja. Schön. Super. Oh, extra nächste Pickel, egal. Leute, wenn man bei Türken zu Gast ist, ist der Tisch immer voll gedeckt. Es ist immer essender. Also nach dem, ihr habt es gesehen, Hamsi gab es Nachtisch. Ich mache hier extra mit Licht. Jasmine. Es gab Kabaktatlısı. Genau. Ich glaube, das blendet jetzt ein bisschen. Das ist Kürbis in Honig, ne? Aha, genau. Ja, Honig. Mhm. Dann gibt es noch leckere Mandarinen, Äpfel und was haben wir hier noch? Weintrauben, genau. Und Chai und Su und Cola. Und Kaffee. Kaffee, genau, türkischen Kaffee hatte ich auch. Dankeschön für die Einladung. Bitte schön, ich war auch das, 2 Jahre in Deutschland geblieben. Okay. Und nach dem Abitur fliege ich nach Deutschland. Warum? Weil mein Vater und meine Mutter in Deutschland gearbeitet. Deswegen. Okay, super. Aha. Ich studierte dort erst einmal beim der Ludwig-Maximilian-Universität. Als deutsche Sprache für Ausländer. Oh, super. Dann manchmal Dolmetscher-Institut. Nachher, ich studierte Ludwig-Maximilian-Universität Fachrichtung Physik, Naturwissenschaft. Aber ich nur 6 Monate dauert. Dann ich wieder in die Türkei zurückgekommen, weil ich in die Türkei auch eine Universität anzumelden. Deswegen. Okay. Mhm. Und du hast in 6 Monaten in Deutschland Deutsch gelernt, oder? 2 Jahre. 2 Jahre. Ja, es war deutsche Sprache für Ausländer. Okay. Es war Institut und Ludwig-Maximilian-Universität. Fachrichtung Physik. Okay. Mhm. Wahnsinn. Ich studierte dort. Okay. Deswegen. Und manchmal fliege ich auch nach Deutschland. Super. Mhm. Das ist, Ahmed ist mein Cousin. Evet, den kennt ihr ja schon. Sie ist meine Frau. Da hinten haben wir sie geboren auch in Deutschland, im Aalen, gell? Geboren in Aalen. Mit AHA oder mit AA? Aalen. Aalen. AA. Okay, mit 2 A. Beide okay. Stuttgart, oder? Oh, das weiß ich nicht. Aalen ist bei Stuttgart. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch nicht. Und Aalen ist bei Stuttgart. Stuttgart. Und Serpil ist auch unsere Cousin. Cousine. Evet. das ist alles. Ich wünsche Ihnen und allen Leuten glücklich, gesundlich und viel Spaß. Und ich wollte immer Ende des Welt nicht Krieg zu sein. Okay?
Genau. Kein Krieg. Was ich, kein Krieg. Genau. Verstehst du mich, was ich das, gesagt habe? Das verstehe ich sehr gut. Das ist alles. Genau. Ich glaube, das wollen wir alle. Wir wollen alle keinen Krieg. Alle oder? Bis zum Ewig. Bis, ja, bis, genau, bis zum letzten Tag. In der Welt. Richtig. Der Welt. Frieden ist das Wichtigste. Mhm. Dankeschön für deine lieben Worte. Sprechen Sie mit Ahmed? Jetzt spreche ich mit Ahmed. Jetzt bin ich dran. Was jetzt soll ich da sagen? Irgendwas Liebes. Sag einfach nur guten Abend oder so, weil ich bin glücklich. Bremen hat zwar verloren heute im DFB-Pokal. Das habe ich dir vorausgesagt, ja. Liebe Tosili. Ahmed? Ja. Jeder sagt Thorsten, aber ich sage dir immer Tosili. Thorsunju. Oder Tosunju. Genau, oder Chicke-Chicke-Baba. Chicke-Chicke-Baba. Du bist ein guter Mensch, ja. Ehrlich. Dankeschön. Du bist immer herzlich willkommen. Ihr seid auch alle super hier. Deine ganze Familie, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, sind einfach Dankeschön. Super Leute, wirklich Dankeschön. Spitze. Dankeschön. Alles ja. Gute, gell? Danke. Ihr hört das wirklich. Das ist der Bild. Eigentlich auch meine Vermieterin. Eigentlich sind alles meine Vermieter hier. Ganz liebe Leute, wirklich. Und ich bin so stolz, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Wirklich, und so tolle eigentlich Vermieter habe und so tolle Menschen kennenlernen darf. Das ist, wenn man in Deutschland nicht. Du bist für uns wie Bruder, wie ein Sohn. Ja, danke, danke. Also das durfte ich in Deutschland nicht erfahren, so eine Freundschaft. Also zumindest nicht so extrem, so eine enge Freundschaft. Und das ist schon, das öffnet mir das Herz. Tossi, weißt du warum? Weil du selber ein, weil du selber ein netter Mensch bist. Ja. Wir lieben dich. Ob du unsere Miete bist oder nicht, ist scheißegal. Ob du was sagst oder nicht, ist auch egal. Die unsere Freundschaft bleibt ewig. Richtig, richtig. Dankeschön. Du kannst bei uns wohnen. Ja. Solange du willst. Ja. Leute, es wird ein bisschen lauter, weil jetzt, wie spät haben wir? 22 Uhr? Kommt noch die Müllabfuhr. 10 Uhr. 10 Uhr, genau, kommt ja noch die Müllabfuhr. In Deutschland undenkbar. 10 Uhr Müllabfuhr, kommt Polizei gleich und kriegt alle weg. Super. Ja. Na da. Ja. Okay, vielen Dank für die Einladung. So, ich bin wieder zu Hause. Mein Vermieter hinter mir auch mit seiner Schwester. Schwester ist das, ne? Und ich bin so voll gefressen, Leute. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Hamsi gegessen. Ich fand das sonst immer komisch. Weil ich hatte damals in Deutschland ein Aquarium, ein Barschbecken. Die Fische waren nicht größer. Und ich hatte immer Angst gehabt, die zu essen. Aber es ist wirklich ein Genuss. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich Hamsi gegessen habe. Und ja, schauen wir mal. Ich habe, glaube ich, auch gesehen, die gibt es auch schon fertig im BIM oder auch im Migros. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ist es was für Papa und Ekmek dazu. Ja. Ja, Müppi, was ist los? Die kleine Katze kommt auch wieder. Hm? Ich weiß, was du willst. Tamam. Ja. Und hier